Hi und willkommen zurück. Es geht weiter mit RimWorld bei Let's Learn to Play mit mir, Jens oder Janis, wie ich im Gefängnis rumsitze und nichts sonst zu tun habe. All meine Bewohner schlafen gerade entspannt. Ich weiß nicht, warum Ash gerade so mies gelaunt ist, wie ihr hier seht. Aber wir gucken mal, wie es weitergeht und was läuft. Ich mache mich wieder klein, ich mache das Spiel wieder an und wir haben gerade noch eine Quest erhalten. Wir gucken mal, was das für eine Quest ist. Leo kontaktiert dich und bittet um Hilfe. Sie ist verwundet und kaum noch bei Bewusstsein. Leo ist eine Wissenshüterin und 29 Jahre alt. Sie verspricht sich, dir anzuschließen, wenn du sie rettest. Leo sagt, dass dort möglicherweise eine bisher unbekannte Bedrohung liegt. Ehrlich gesagt, nee. Ich weiß, ich sollte die Sachen alle mal machen, aber... drei, hier. So, wir lassen sie jetzt lange schlafen und wir haben die nächsten Aufgaben unserer Festung vorbereitet. Ach, ich finde unsere Esel toll. Die tragen so schön. Ja, hier wird abgebaut, das ist schon mal sehr gut. So, ich hoffe, wir haben hier nichts mit. Nee. Ash, wie weit bist du eigentlich mit deiner großen Lernaufgabe, Janis zu zähmen? Schon über die Hälfte. Wir kommen also voran. Ja, zähmen darf man erst ab Stufe 7. Und wir haben sie jetzt schon auf... da wurde geknattert. Zieglein, Lazyless, ne? Wie viele Ziele habe ich eigentlich mittlerweile? Forschung abgeschlossen. Wir gehen zum nächsten Forschungsmenü. Und sagen... Impulsgeladene Munition. Hieß Impulsgewehr und Impulslanze. Urangeschoss. Turm. Wir könnten... Der Vitalmonitor ist eigentlich das Interessante. So. Hier wird fleißig gebaut, hier werden Mauern errichtet. Weinwurst, ich muss mal wieder in meinen... Jo. Hey, Wienerwurst. So, Tiere pennen wieder. Was machen die Menschen? Sie bauen noch, sie putzt. Okay. Dann. Wo habt ihr denn jetzt bereits? Ah, ihr habt da angefangen zu errichten. Okay, cool. Hier chillt ihr jetzt alle ein bisschen. Ihr lernt euch besser kennen, was sowieso schon mal sehr gut ist. Verrücktes Eichhörnchen. Ein hiesiges Eichhörnchen ist verrückt geworden. Es wird jeden in der Sichtweite angreifen. Wo ist es denn? Ja, dann sage ich den Leuten mal kurz, Arbeit, ihr bleibt im Panic Room. Warte, wo ist es jetzt? Hier. Okay, wer ist kurz vorm Zusammenbrechen? Ash, warum bist du schon wieder kurz vorm Zusammenbrechen? Pessimist, schläfrig, unansehnliche Umgebung, dunkel, leichte Schmerzen, hat eklige Nahrung. Ja, ich mach's ja hier gleich überall heller. Geh pennen. Könnte sich jemand um dieses Eichhörnchen mal kümmern? Ja, könnte ich hiermit. Ich weiß, meine Türen sind hier nicht wirklich perfekt gebaut. Da muss ich mich noch drum kümmern. So.
Die machen, was sie machen muss. Wer ist denn gerade? Oh, die Peniale. Lass uns das schlafen. Wo ist denn das Eichhörnchen? Verrücktes Eichhörnchen zum Ort springen. Da. Es geistert hier noch herum. Mrs. Blöd, guten Tag. Wie läuft's? Was macht die Klausurphase? Eichhörnchen hat sich wieder beruhigt. Können wir die Leute wieder auf unbegrenzt schicken. So sieht's doch gut aus. Ist wie so eine Ameisenkolonie, die einen total beeindruckt. Überall wird gewuselt. Ja, perfekt. Na gut, das ist eigentlich saudumm. Die ist doof. Die Phase. Das tut mir leid. Das ist eigentlich das Dümmste, was ich eben gemacht habe. Aber wir lassen es erstmal so. Irgendwo auch lustig. Aber müsste doch bald vorbei sein, oder? Die Klausurphasen. Ich könnte wirklich mal die Zimmer von den Leuten, ich mach mal hier, zuweisen, nein, dem Bett zuweisen. Wähle Besitzer, Ash. So, Anja, da pennt Dom, da pennt Luis. Würde ich mal sagen, dieses Bett neu installieren wir hier und dieses Bett setzen wir dann mal anders hin. Das muss so. Ja, das hat der Architekt auch gesagt. Das ist Kunst. Das hätte sonst keiner und deswegen macht das mein Haus zu was Besonderem. Kritischer Alarm, Risikozusammenbruch schwer. Bei wem? Echt nervt langsam. Pessimist, hungrig, unansehnliche Umgebung, leichte Schmerzen. Dunkel. Hat eklige Nahrung gegessen. Ja, wir können ja irgendwann wieder gucken. Ich bin auch vorerst durch. Im Oktober habe ich die restlichen Prüfungen. Ja. Er ist doch jetzt erstmal entspannt. Kann man wieder sein Studentenleben genießen. Ne? Ich glaube, ich stelle die nochmal. Die nervt mich einfach nur jetzt gerade. Die ist doch nur für ein was gut. Ist das eigentlich ein bequemes Bett? Ist ein gutes Bett? Ein normales Bett? Das ist ein exzellentes Bett. Stomp kriegt ein exzellentes Bett. Ist das nicht toll? So bin ich zu ihm. Meine Basis sieht momentan aus wie eins dieser Schnäppchenhäuser auf RTL, wo es immer heißt, ja, wir machen erstmal einziehen und den Rest machen wir dann so. Hier auch, das könnten wir alles mal neu installieren. Mal dahin setzen. Neu installieren. Dahin. Neu installieren. Dahin. Mal installieren. Nee, Abbruch. Abbruch! Abort! Abort! Dahin. Kann ich nämlich das auch woanders. Das kann ich eigentlich dann abreißen. Genau. Neu installieren. Dahin. Und das hier ist auch saudumm. Deswegen sagen wir. Neu installieren hierhin. Das hier sagen wir neu installieren hierhin. Das sagen wir neu installiere. Ne, neu installieren habe ich gesagt. Erstmal kurz hierhin und das neu installieren dann. Geht noch nicht.
Granit haben wir noch. Auch mehr als genug. Hier werden auch fleißig weiter die Wände gebaut. Wir könnten eigentlich, warte mal, das ganze Ding können wir abnehmen, ne? Oh, da müssen wir vorsichtig sein. Da gibt es Insekten. Das wollen wir aber verhindern, deswegen sagen wir nur Befehle abweichen. So. Das ist auch neu platziert, super. Wir sind jetzt schon wieder leicht im Zusammenbrechen. Ash aber auch ständig, ne? Ja gut, Ash und Wühlmaus gerade. Was ist Wühlmaus-Problem? Wundern Sie sich im Leben? Stubenhocker drinnen. Ja genau, der ist der Stubenhocker, der will drinnen bleiben. Und jetzt pennen sie alle wieder. Zane arbeitet sich überall durch. Perfekt, so, das klappt, das läuft. Sag mal, fresst ihr hier unsere... Ja, macht mal. Ich muss mir das noch anders überlegen, aber erstmal okay. Ich futtern hier meine Medizinpflanzen, hallo? Gut, dass ich hier drin auch noch welche habe. Wobei ich mir überlegt habe, dass ich diesen Raum, oder dieses Eckchen, das soll ja am Ende das Raumschiff auch gebaut werden. Dass ich den umstrukturiere zu einer richtigen Endkampfzone. Also ich spiele gerade relativ laut. Ja, ne, ein bisschen. Dann drehe ich mal ein bisschen runter. So. Sorry. Dass ich das hier zu einer richtigen Killzone dann umbastel. Mit Schießscharten und so ein Kram. Oh, hier haben wir gleich alles fertig. Dann können wir Fallen reinbauen. Genau, perfekt. Dann können wir nämlich auch das hier neu umsetzen. Wie stark ist das noch? Tiere, ihr könntet das hier mal schleppen. So, das machen wir auch. Neu installieren hier hin. Und den neu installieren wir hier hin. So. Guckt mal, wie schön unsere Tiere hier alle Steine geschleppt haben. Teile eines Raumschiffs in der Nähe aufgeschlagen. Du kannst sie demontieren, um die Rohstoffe zu gelangen. Wo? Oh, perfekt. Abreißen. Haben wir noch mehr? Warte. Ne, nur das eine. Okay. Aber da gibt's Bauteile. Huhu. Ah. Ist bei euch auch so warm. Bei mir geht's, aber meine Haut reagiert immer ein bisschen darauf. Ich würde auch mal sagen, das hier könnt ihr dann auch. Aber habe ich denn überhaupt die Aufgabe auch gegeben, dass sie auch... Genau, hier können wir mal Aufgabe hinzufügen. Eine kleine Skulptur. Waffenhändler. Ja, ist näher eingetroffen. Sie sind unter dem Namen Verfechter Konsortium OHG bekannt. Sie sind Waffenhändler. Sie sind ein Handelsschiff. Ja, Stomp, das ist doch wieder mal die Aufgabe für dich. Und ich habe nicht mal vergessen, dass du dich darum kümmern kannst. Wir gucken mal, ob wir dir was kaufen oder verkaufen können. So, was habt ihr denn? Brandgranaten, die könntet ihr ja von uns bekommen. Oder? Nee, die kriegen wir von euch. Rauchgranaten brauche ich ehrlich gesagt nicht. Brandgranaten, na, muss jetzt auch... ich mache heute die Rollos nicht hoch, sonst gehe ich ein... Ja, lebt ihr nicht unter dem Dach? Ist das nicht ein bisschen arg warm? Bei uns, der Streaming-Raum, also das Let's Playodrom, ist halt super, weil es halt auch auf der Nordseite ist und kein Keller und gar nichts und im Erdgeschoss.
verkaufen wir euch denn? Wir haben hier noch ein exzellentes Langschwert. Ja, die Bögen können wir euch verscherbeln. Die sind mir nämlich egal. Das auch. Das auch. Was haben wir hier? Splittergranaten, die behalte ich sicherheitshalber mal. Na, und hier eine Rüstung. Ja, ist alles zu viel. Achso, und ihr wohnt auf der Süd. Ja gut, dann seid ihr aber. Dann in Rest in Peace, ernsthaft. Das war's eigentlich schon, ne? Ja, mehr können wir eigentlich nicht. Ich will jetzt keine Brandgranaten kaufen, nur weil ich die kaufen könnte. Sind vor allem eine allein kostet ja schon. Nee. Akzeptieren. Da ihr hier fertig seid, kann ich euch hier den Boden sagen. Ihr macht den Boden mal aus schönem... Ah, warte mal, ich wollte mal gucken. Woraus habe ich das hier mal gebaut? Das hier ist, glaube ich, Schiefer. Warte, wo sehe ich es? Fliesen aus Schiefer, genau. Wo habe ich denn? Ah, hier wurde sogar gefangen. Gefangene. So, jetzt wollte ich ja hier gucken. Weil dann kann ich nämlich auch Kalksteinbrocken bauen. Bis, wiederhole, bis du X hast. Und sag dann, was brauche ich dafür? Brauche ich Kalksteinblöcke? Für... Nee, ne? Oder? Gucken wir mal. Details. Brauche ich denn Steinblöcke? Ja, brauche ich. Deswegen sagen wir 200 Kalksteine. Also, wo haben wir es? Da. Genau, das machen wir. Und dann kann er nämlich aus Kalkstein... wiederhole, bis du 5 hast. Sagen wir... Nicht aus Holz, nicht aus Stahl, Gold erst recht nicht, aber du darfst nicht aus Granitblöcken, aus Kalkstein darfst du, aus Marmor, Sandstein und Schiefer bitte nicht. Okay. Und natürlich sagen wir Qualität normal bis legendär. So. Das sagen wir dann, hier dürft ihr dann auch eine große bauen. Da habt ihr dann quasi... Ja komm, eine große dürft ihr auch 3 bauen. Sagen Details. So. Auch hier wieder das weg, das weg. Das ist alles weg. Das Ausnahme von Kalkstein und Marmor. Und eine gewaltige Skulptur dürft ihr... bis du X hast, da sagen wir nur 2. Hier auch wieder alles weg. Nur Kalkstein und Marmor. Und auch hier wieder, hier eigentlich nur gut bis legendär. So, falls wir dann einen Bastler mal bekommen dafür, können die sich da gerne drum kümmern. Was können wir denn so? Genau, wir wollten jetzt hier den Raum noch verbessern, damit die hier nicht genervt sind. Also Böden, sagen wir, was haben wir denn in den Räumen? Oh, verrückte Wiener Wurst, eine hiesige Wiener Wurst, verrückt geworden. Es wird jeden in Sichtweite angreifen, zum Ort springen. Ein Mafflon. Ja, da ziehen wir uns aber zurück. Wir sagen, ab in die Panikzone. Zeig uns deine Möps, die habe ich nicht. Oder? Habe ich hier irgendwo? Guck mal, Karl Blöd, du bist ein Mafflon. Die mit den Möpsen, die ist momentan nicht da. Die ist in Kassel bei den Körperwelten. Hm.
Wieso ist denn Wühlmaus so super drauf? Seit wann das denn? Brennende Arbeitslust, ist das nicht toll? Hat eklige Nahrung. Ist Stubenhocker zu Hause, fast eindrucksvoll. Schlafzimmer, eindrucksvolles Esszimmer, geräumige Umgebung, entspannt. Genau, ich wollte aber immer noch hier die Böden machen. So, Architektur, Böden. Wir machen das aus Schieferfliesen. So, danke. Wo ist das Mafflon? Menschen-Mafflon ist 5 Jahre und 22 Tage alt. Eigentlich, jetzt wo ich das zu habe, kann ich ja die den Panikraum erweitern. Zone. Panikraum. Kann man nämlich auch sagen, das hier ist auch Panikraum. Das hier ist Panikraum. So wie das hier. Nein, warte, nicht die. Lass erstmal so. So, das ist Panikraum. Das ist Panikraum. Na, ich sollte Linien ziehen lernen. So. So. Und das hier oben ist ja auch Panikraum dann. Panikraum. Das hier ist dann auch noch Panic Room. Können die sich darum kümmern? Und das hier ist auch Panikraum. Können die sich darum kümmern? So, Panikraum gezogen. Na, wo legen wir das Mafflon hin? Geht. Wohin will es? Wir halten es mal weiterhin im Blick. Rein. Hallo, geht's dir noch? Jetzt gucken wir mal. Was machst du da? Ja, Wiener Wurst. Fechter, okay. Ja, wie lange willst du denn noch? Ja. Komm. Werd einfach irgendwann müde und hör auf mit dem Unsinn. Ach, Wühlmaus. Komm, mach, was du willst. Wenn ihr beide noch im Chat seid, sagt mir mal bitte kurz, ob der Ton soweit ganz gut ist. Ob ihr mich versteht oder ob ich zu leise bin oder das Spiel zu laut. Ich habe ja das neue Mischpult und versuche das noch einzupegeln. Okay. Ich glaube, das hier wird mit dem Ding nichts mehr. Warum es immer in unserem Tierfriedhof ist, verstehe ich nicht so ganz. Ja gut, wenn es dahin will.
Gleich wird's müde. Jetzt pennen auch gerade alle. Ah, Luis ist auch super, also. Momentan haben sie alle gute Laune. Das finde ich super. Ja, ist ja gut. Wir müssten übrigens mal gucken, ob wir gleich mal was jagen müssen. Genau, weil wir uns das ja noch nicht angeguckt haben, was jetzt gerade so oft für Tiere existieren. Warte, wir gucken mal. Nicht diese Tiere, diese hier. Haben wir irgendwo einen Prädator? Nein, haben wir nicht. Wir könnten aber trotzdem, wenn sich das hier beruhigt hat, mal jagen gehen. Den haben wir denn alles als Jäger eingeteilt? Eigentlich kann, ja doch, drei Leute. Vier eigentlich, alle. Gott, ist das Vieh nervtötend. Wie gut, dass die Base so groß ist und dadurch die Leute auch agieren können, ohne dass nebenbei irgendwas nervt. Ja, ja. Na, hast du die jetzt klein? Das hat jetzt was gebracht? Quest fehlgeschlagen. Quest Ausbruch des Aaron ist fehlgeschlagen. Ja. Ja, das war doch klar. Idiot. So. Warum er die... das hier aus. Ich glaube, weil ich das nicht mal als Heimzone angegeben habe oder so, damit die mir da nicht reinrennen. Ja, ich muss mal gucken. Ja, das hier dürft ihr... Nein, das... Ich will das Mafflon. Nicht die Stachelfalle. Mafflon, danke. Das könnt ihr gerne holen und ihr dürft euch wieder frei bewegen. Ihr seid frei! Entfaltet euch! So, was passiert hier? Warum ist Luis eigentlich so mega? Nein, 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 warte mal, halt. Nein, 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 nein. Lager. Erlaube. Nicht frisches. Leg es weg. Bringe es. Abgesichert tragen von. Danke, bringe es dahin. Genau. So. Wie geht es dir, Jennis? Hä? Bedürfnisse? Ja, ungemütlich, wegen Nahrung gegessen, auf den Boden geschlafen, stark beschädigte Kleidung. Ja, das tut mir eher leid. Sagen wir mal, neu installieren, dahin. Ich arbeite ja so dran, dass du wieder schnellstmöglich unser Anführer wirst. Nach allem, was du durchgemacht hast, ist das nur notwendig. Ah, hier wird geschlachtet. Genau, Ash, jetzt wo ich dich gerade sehe. Wie weit bist du eigentlich mit deinen Fähigkeiten? Ja, ist ich dachte, ich muss niesen und wollte euch das nicht antun, aber anscheinend kam der Nieser nicht. Das tut mir leid. Wieder ein Highlight in diesem Stream verpasst. So, hier werden Steine gelegt. Warum liegen denn da zwei Schieferblöcke? So, genau, da sind die. Wo bist du hier unterwegs, Luis? Haben wir hier nur noch Kalksteine? Ah. Dann würde ich den Esel mal sagen. Zone. Lagerzone. Warte.
Lagerzone erweitern. Und sagen hier alles löschen. Und sagen lediglich Brocken, Steinbrocken, Granitblöcke. So, und dann suchen wir mal Granit hier. Das ist Schiefer. Ah, okay, der braucht Schieferblöcke. Sind das hier keine? Ah, das ist ein Granit. Ja, dann machen wir das hier zu einer Schieferblock. Sagen wir Granit und Schiefer. Schiefer. Und sagen dann an. Dass unsere Tiere quasi die Schieferblöcke holen sollen. Das machen die, glaube ich, auch sehr gerne. Haben wir hier unten denn noch Schieferblöcke irgendwo? Was haben wir hier nochmal? Da haben wir Schiefer so. Hier haben wir Schiefer. Ja. Ah, schön, der Boden, der wird hübsch gemacht. Stufenaufstieg. Elf erreicht Stufe 11 in Konstruktion. Ja, das kann sie nämlich auch noch relativ gut. Konstruktion. Da, 11. Das lernt sie nämlich auch relativ schnell. Was sehr schön ist. Storm forscht auch fleißig. Wir sind auch bald durch. Anja putzt. Unser Essenslager sieht sehr vernünftig aus. Wie sieht es hier? Genau, das sieht wieder vernünftig aus. So, genau. Bald dürfen wir die Monitore durch haben. Da brauchen wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir da vernünftige Bauteile für brauchen oder nur die, also Hightech oder normale. Bei normalen ist es ja kein Problem. Dann bauen wir nämlich hier so einen Monitor hin, weil wir dann die Betten einmal umdrehen müssten. Wie viel Holz haben wir denn noch? 2000. Ah, Forschung abgeschlossen, wie ich es gerade gesagt habe. So, Tiefenscanner sind durch. Kryptokapseln, Reckernrüstung, Flachbildschirm. Was haben wir hier noch? Energieschildgürtel, Transportkapsel. Überlebensrationen, die könnten wir eigentlich auch versuchen. Sprengfallen, Wassergenerator, Solaranlagen, Hydrokulturen, Automatiktüren. Rauchwandgürtel, mehrläufige Waffen, das ist eine Minigun. Die können wir eigentlich als nächstes angehen. Oder Bionik. Bionik wäre natürlich auch was, damit könnten wir Ash umbauen. Könnten. Ja, komm, wir machen das. So, was machen sie gerade alle? Sie chillen. Wie weit ist hier unsere Baumwolle? Die ist bei 71%. Gott, braucht die lang. Immer so lange wachsen. So, als nächstes, was die Verteidigung angeht, bauen wir hier die Stachelfallen alle rein. Oder die Schlagfallen. Und werden dann als nächstes diese Wand hier eigentlich einreißen. Können wir eigentlich auch machen. Das haben wir jetzt ja geschlossen. Na genau, hier müssen wir auch noch Wand dann bauen. Genau, und dann bauen wir die Schlagfallen rein. Und jetzt ist gerade alles ruhig. Ich mache auf schnell. Storm geht jetzt auch ins Bett. Ich muss mal gucken, ob das Experiment funktioniert hat. Oh ja, warte, Storms. Sagen wir neu installieren, das bauen wir ihm hier hin. Und eigentlich müssten wir das Bett neu installieren hier hin, weil es halt wirklich sinnvoll ist, dass wir die, die halt nah überall sein müssen, auch erstmal nah an die an alles ranbasteln. So. Oh, Wühlmaus hat zum Beispiel auch noch kein großes Bett.
Nehmen wir das dann auch. Neu installieren, das setzen wir hier hin. Genau, das wird dahin gesetzt und wir bauen dann Kopie bauen. Bauen wir dann hier hin. So. Ja, aber das schauen wir uns, würde ich sagen, dann einfach in der nächsten Folge an, ne? Warte, ich mache mich noch groß, nicht wie ich es letztes Mal vergessen habe. Dann würde ich sagen, bis dann und wir sehen uns in der nächsten Folge bei RimWorld. Bis denne.